Moin Moin und willkommen zurück, Kerbal Space Program, Folge Nummer 27. Ihr musstet ein bisschen warten, aber das ließ sich nicht anders machen. Das Studium hängt mir im Nacken und dementsprechend bleibt nicht ganz so viel Zeit über. Wir gehen mal in unseren Testspeicherstand und ich bin mich gerade an etwas am Basteln. Na komm, wo ist es? Genau, der Roboterarm. Ich habe mir das mit meiner Raumstation wie folgt vorgestellt. Es muss erstmal ein Roboterarm dran, damit der die ganzen Teile da irgendwie ranbuxieren kann, damit ich nicht immer irgendwie solche ACS-Teile ranbasteln muss, um das dann ganz fein da zu koordinieren, sondern ich kann die Rakete einfach in die Nähe bringen, der Roboterarm greift sich das, packt es an den Docking-Port, wo es ran soll, alles ist gut. Und das ist momentan der Testroboterarm. Natürlich fliegt das Ding ja noch nicht bis zur Raumstation, aber es soll mal so ein kleiner Test sein. Und ich mag euch schon ein bisschen zeigen, was das ganze Ding kann. Und dabei ist mir ein schöner Fehler aufgefallen, und zwar, ich wollte das Ganze stabilisieren. Man sieht es hier, ich habe hier schön Struts rangebaut und hier habe ich hier schön viele Buttons, damit ich ganz viele Sachen machen kann. Kann hier meinen Greifer oben rotieren und so weiter. Alles wunderschön. Aber ich habe hier auch hier unten einen Rotatoren dran. Da nämlich. Und wenn ich den jetzt mal drücke, das passiert hier, man sieht man es hier schon, hier dreht sich das. Das Ganze fängt sich an, hier mit den Struts zu drehen. Dann passiert dieser schöne Fehler. Und dieses Ding dreht sich unendlich weiter. Ich drücke keine weitere Taste mehr. Das Ding fängt einfach an, sich weiter unendlich zu drehen. Ist da irgendwie abgesprungen und dreht sich jetzt durch die Weltgeschichte. Wunderschön. Könnte ich stundenlang hier irgendwie mal zuschauen. Am besten mache ich Endflight nicht und mache hier ganz viele von diesen komischen Armen, die hier rumfliegen. Nee, das wollen wir nicht so ganz. Was machst du denn hier? Kratzt dich am Kopf, am Helm? Ja, jetzt beruhig dich. Nein, ich mache die Struts mal ab, damit man das wieder genau sehen kann, damit ich euch den Roboterarm in der derzeitigen Version mal zeigen kann. Und da muss ich mir was Schlaues einfallen lassen, wie wir diesen Arm da nach oben kriegen, weil das wird, glaube ich, das Schwerste werden. Und ich möchte das ohne Cheats machen, damit das ganz klar ist. So. Also, was kann der Arm? Ich mache mal die Anzeigen hier weg, dann kann man ein bisschen mehr sehen. Den Arm können wir natürlich rotieren lassen. Einmal ganz oben, einmal weiter unten und hier habe ich noch einen drin. Warum ich das habe, kann ich gleich zeigen. Ich kann das Ganze kippen lassen. Wunderschön, einmal so. Und ich kann es aber auch hier weiter noch kippen lassen. Also ich habe da schon relativ viel Einstellmöglichkeiten, kann den so komplett einmal so kippen. Und dann auch noch verlängern. Also da habe ich schon relativ viele Möglichkeiten. Warum das hier so wegglitscht, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wegen des Gewichtes oder so. Ich guck mal, wenn das da vielleicht zur anderen Seite kippt. Ja, genau. Also es liegt am Gewicht irgendwie. Anscheinend wiegen die Klauen relativ viel. Hoppala. Ja, das ist auf der Schwerkraft hier ein bisschen problematisch, aber das geht. Ich kann das Ganze hier noch kippen, rotieren lassen. Jetzt fällt es um. Oh Gott. Mal gucken, ob ich das so weit kippen lassen kann, dass sich das Ganze wieder fängt. Gucken wir mal. Oh. Okay, kann ich wohl nicht. Aber jedenfalls, der lässt sich schon relativ vielseitig einsetzen. Vor allem, wenn ich dann im schwerelosen Raum bin, dann sollte das eigentlich gehen. Sieht hier ein bisschen seltsam aus. Ich hole das Hub mal wieder hervor. Und mach mal Endflight. Die Sache ist, ihr müsst das Ganze jetzt irgendwie ins Weltall kriegen. Und ich bezweifle, dass man das so gerade hochschießen kann, weil das ja doch relativ, ja, am Wackeln ist. Ich werde es trotzdem probieren, auch wenn das wahrscheinlich nicht so gut funktionieren wird. Werde hier mal ein paar Tanks drunter basteln. Natürlich nicht die kleinen, sondern etwas größere. Noch größere. Ja, das scheint eine gute Größe zu sein. Und da muss auch eine gute Leistung drunter. Nämlich die Griffin. Ich weiß es noch gar nicht. Das ist doch. Die ist relativ schubstark, aber ich nehme lieber die. Genau. Die 1300 Schub, das ist schön. Ist nicht so viel wie die normale Mainsail. Aber verbraucht dementsprechend noch ein bisschen weniger Sprit. Ich kann hier einfach vom Structural hier die großen Radial-Decoupler nehmen und da genauso die Tanks ranbasteln. Eigentlich müsste das wieder gehen. Letztens hatte ich es zumindest raus, dass es irgendwie wieder ging. Ja, so nämlich. So sieht es ein bisschen doof aus.
Also letztens funktioniert es definitiv und ich weiß nur noch nicht ganz, wie, woran der Fehler lag. So. Alles wunderschön, es funktioniert. Also einmal muss man, glaube ich, wegklicken, einen neuen Gegenstand wählen und dann den Tank ranmachen. Irgendwie geht es dann. Scheinbar. Und dann nehmen wir die Vestra. Ja, die ist etwas schwächer, aber ich hoffe nicht schwach, nicht zu schwach. Verbinden das Ganze mit Fuel Ducts, das kennen wir schon. Damit die äußeren Tanks zuerst leer gehen und der mittlere Tank die ganze Zeit weiter brennen kann. Wir können das Ganze nochmal ein bisschen aerodynamischer hier machen. Genau. So nämlich. Und werden das Ganze natürlich mit Struts verstärken. Ich glaube, eine Rakete ohne Struts ist keine Rakete. So und so. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Ich würde eventuell hier nochmal hier oben noch einen draufbauen. So und an den Tank daran vielleicht. Oder hier in die Mitte ran. Na, machen wir mal erstmal da in die Mitte ran. Und das Ding verbraucht Strom. Ich kriege keinen Strom rein. Das ist blöde. Da muss da zumindest hier oben nochmal ein bisschen dafür gesorgt werden, dass wir Strom haben. Das werde ich. Ich versuche das so teilesparend wie möglich zu machen. Deswegen nehme ich lieber ein etwas dickeres Stromgerät hier. Wiegt zwar auch ein bisschen mehr, aber ist halt nur ein Teil. Das sind nochmal drei Teile mehr. Die ganze Raumstation soll so teilsparend eigentlich sein wie möglich. Natürlich habe ich mit dem Würfel da keinen guten Anfang gemacht im Prinzip, aber das geht doch einigermaßen. Wie viele Teile sind das dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Teile. Also für einen Roboterarm für 20 Teile ist so eigentlich relativ gut. Der ganze andere Kram fliegt dann wieder zurück nach Körben und von daher sollte das eigentlich passen. Ich werde das Ganze nochmal eben hier mit den Raketenstartern hier bisschen verstärken. Muss natürlich noch jetzt ein bisschen dafür sorgen, dass die Reihenfolge hier stimmt. Die Servo-Configuration geht mir hier ein bisschen auf den Nerv. Ich glaube, ich werde alle Raketen zuerst starten lassen. Genau. Dann springen die ab. Dann springt die ab. Dann habe ich hier oben noch ein bisschen Schub. Der sollte eigentlich reichen. Ja, das sollte eigentlich funktionieren. Vielleicht. Ich hoffe es. Wir probieren es einfach mal. Und mir fehlt noch ein Name für diesen Roboterarm, weil er soll noch einen Namen bekommen. Den können wir aber zum Glück nachher noch umbenennen, beziehungsweise wird das wahrscheinlich dann sowieso wenn das verbunden wird mit dem Docking-Teil, kriegt es sowieso einen Namen. Dementsprechend ist es die GSSC, von daher passt es so. Aber ich gucke erstmal, ob das so überhaupt funktioniert. Wir speichern das Ganze mal und wir probieren es einfach mal, würde ich sagen. Alles noch auf dem Testspeicherstand, von daher kann da ruhig auch was schief gehen. Das ist gar nicht so schlimm. Das Ganze ist momentan relativ. Ich habe kein SRS dran. Hä? Okay. Endflight. Eventuell werde ich das Ganze auch in zwei Folgen aufsplitten, weil das jetzt wirklich nur der Testversuch ist. Wo kriege ich denn am besten jetzt noch das SAS drunter? Es gibt auch ein großes, ne? Ja, genau. Das will ich doch haben. Da am besten dran. Genau. So. Wie viel wiegt das mehr? Ja, fünfmal so viel, aber ich hoffe, das ist es wert. Ich gucke nochmal einmal drüber, fehlt irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, ja, aber ich kann nicht sagen, was. Wir probieren es einfach mal aus. Also wie gesagt, ich werde das eventuell in zwei Folgen splitten, sodass wir jetzt ein bisschen Test machen und in der zweiten Folge den eigentlichen Flug. Wir schauen nochmal erstmal, wie das Ganze sich jetzt hier verhält. Wir machen SRS an, geben mal gut Schub. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Klar, wackelt das Ganze ein bisschen, aber sieht eigentlich sonst nicht schlecht aus. Wir kriegen einen schönen Schub weg. Die mittlere Düse gibt hier wirklich mächtig Schub. Wir sind ja bei 1066 Kilonewton. Wunderbar. Das oben wackelt gar nicht so doll, wie ich gedacht habe. Klar, ein bisschen shakert das da vor sich hin. Macht da so ein bisschen Hula-Hoop-Tanz oder so hier oben, vor allem so an der Stelle. Aber das hält sich eigentlich in Grenzen. Ich hätte es schlimmer erwartet. Vielleicht wird es auch noch schlimmer.
Vor allem, weil dieses Ding hier unten immer mit seinem Lock-Gimbal ein bisschen, mit seinem Gimbal ein bisschen heftig ist. Deswegen mache ich mal Lock-Gimbal. Und, hoffe, dass es dann nicht so schlimm wird. Ich glaube, das Ganze beruhigt sich auch etwas. Bin mir nicht sicher. Solange es so bleibt, geht es alles. Das ist gar kein Problem. Die großen Tanks sind gleich bei der Hälfte. Dauert noch ein bisschen. Aber wir kriegen hier gut an Geschwindigkeit, gut an Höhe. Wobei ich bezweifeln werde, dass das vom Sprit her reichen wird. Aber das schauen wir gleich mal. So, ich schraube den Schub mal ein bisschen zurück. Weil wir noch zu tief sind in der Atmosphäre und ich hier nicht zu viel Geschwindigkeit haben möchte. So. Ich glaube, da erfreut sich. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was er da für komische Mundübungen macht. So, wir sind immer noch zu schnell im Prinzip. Noch 1000 Liter drin, das ist wunderbar. Gleich haben wir die 10.000er Marke. Wäre gut, wenn wir 10.000 erreichen, bevor es hier 150 ist. Oh, ganz knapp. Passt aber. Das Schlickern hier oben, das hat sich relativ beruhigt. Ist nicht mehr so doll wie am Anfang, glaube ich. Sieht also alle dementsprechend sehr gut aus. Ich hatte ja eigentlich, das sieht man hier noch, gedacht, dass ich den Fairing drum bastel, bis ich gemerkt habe, man kann diese Teile nicht einstellen. Man kann sie nur rotieren, aber man kann ihn nicht hier rumklappen lassen. Und ich wollte eigentlich einklappen lassen, ganz kompakt machen und dann dein Fairing drum setzen. Das war mein eigentliches Ziel gewesen, aber irgendwie klappt das Ganze nicht so ganz. Ich werde es jetzt mal ein bisschen kippen. Jetzt kommt eigentlich der kritische Teil des Ganzen, würde ich mal behaupten. Weil damit eventuell das ganze Ding um die Ohren fliegt, wenn es überhaupt um die Ohren fliegt. Ich mache SES wieder an. Sieht aber gut aus. Wir haben natürlich das Problem, dass hier der Sprit leer geht. Wir gucken, ob das wirklich zum Problem wird. Aber wir haben schon gut Geschwindigkeit aufgesammelt. Und wir haben natürlich gleich noch einen vollen Tank über. Das ist natürlich das sehr Praktische daran. Eventuell haue ich da nochmal irgendwie bei dem zweiten Testflug mehr Solid Rocket Booster an, aber wir kriegen hier schön Geschwindigkeit, das finde ich sehr schön. Springen das Ganze gleich ab, geben noch ein bisschen extra Schub, alles eigentlich gut. Gucken mal, die gehen aus, wir springen sie ab, geben etwas mehr Schub, wir fangen an, uns zu drehen. Kein Problem, das SES versucht das abzufangen. Scheint auch, meine ich, so in Ordnung zu sein. Ah, ich habe das Gimbal ausgeschaltet. Schalte es wieder an. Ja, alles wunderbar, geht wieder. Ich hatte eben keine Steuerung darüber, das hat mich ein bisschen irritiert. So. Kriegen ja natürlich eine ziemlich heftige Geschwindigkeit. Wir sind hier gleich schon bei 100 Kilometern, das ist schön. Das werde ich auch einmal abwarten, weil ich dann in die Seitwärtsposition gehe. Genau, weiter, weiter, weiter. Wir haben gleich noch die Hälfte, also jetzt noch ein Drittel ungefähr. Wunderschön. Okay, ich werde jetzt mal ausschalten. Das Ganze ein bisschen fliegen lassen, damit wir ein bisschen weiter wegkommen. Weil wir hier ja doch nur bei 65 Kilometern sind. Was sieht eigentlich gut aus? Ich hätte das schlimmer gedacht. Ich hätte gedacht, ich muss hier mehr mit Struts arbeiten. Das war das eigentliche Problem, dass das nicht so ganz funktioniert hat. Aber das scheint eigentlich ganz gut zu funktionieren. Ich habe natürlich auch hier ein Testdingsens, hier den Core auf dem Testspeicherstand. Das müsste also funktionieren dementsprechend. Ich glaube, da hatte noch die Iron Raptor keinen Dockingport oben dran, deswegen konnte ich sie nicht miteinander verbinden, glaube ich. Aber das müsste eigentlich funktionieren, dass ich da hinkomme. Ich würde mal sagen, für so einen ersten Testflug gar nicht schlecht. Dafür, dass es mal eben so zusammengebastelt war. Ich habe ja nochmal einen kleinen Antrieb, damit ich da eventuell noch die restlichen Meter schaffe. Ja, kommt noch ein bisschen näher ran. Was für eine Höhe haben wir? 93.000. Ja. Ein bisschen können wir noch ran. Ich werde mal die Zeit ein bisschen beschleunigen. So ungefähr. Das reicht. Und werde das Ganze jetzt in Kippposition bringen. Geht eigentlich ganz einfach. Wundert mich eigentlich. Ich werde versuchen, das hier genau auf den Schub
die Schubanzeige zu bringen und hau jetzt wieder Schub an. SAS dazu. Und dann können wir eigentlich Schub geben. Wenn wir hier langsam mal den Dings aufbauen. Ich gebe vollen Schub. Mehr geht nicht. Sind jetzt hier auch relativ nah dran. Man sieht auch schon, der Balken vergrößert sich. Wir verlieren gerade an Höhe. Das macht aber eigentlich nichts. Eventuell kriegen wir da genug Geschwindigkeit hin. Overheat haben wir natürlich auch ein bisschen. Wir verbrennen den Sprit für nichts Gutes. 35 Liter pro Sekunde. Aber eventuell reicht das Ganze. Sieht nämlich schon sehr gut aus. Und, na komm, Anzeige. Schön. Und stopp. Das reicht. Wir haben noch 1000 Liter über. Ja, 744. Das ist in Ordnung. Und guck mal, wir müssen den GGS Core. Nein, ich möchte gerne den Core haben. Kriege ich den Core ausgewählt? Das wäre cool. Ja, die Iron Raptor reicht als, als Punkt. Und, wir machen es wieder uns einfach. Rein nach Try and Error. Werde ich hier mal so einen Punkt setzen. Da habe ich schon relativ nahe Distanzen. So sieht es besser aus. Guck, was haben wir hier? Ja, 27 Kilometer. Ich glaube, das reicht eigentlich. Ich kann mal gucken, ob ich das noch eventuell noch ein bisschen verschieben kann. Da wird es wahrscheinlich mehr. 3,4 Separation. Dann nehme ich doch die. Ist doch wunderbar. 3,4 ist doch nichts. Wunderschön. 651 kriegen wir locker hin. Gar keine Frage. Ich werde das Ganze nochmal da ein bisschen hinschieben. Wir müssen in 3 Minuten brennen. 16 Sekunden. 16 Sekunden kriegen wir eventuell hin. Mal kurz rechnen. 700, noch was. Durch 35. Ja, das kommt hin. Da kriegen wir die 16 Sekunden gebacken. Und ich werde hier auf den blauen Punkt gehen. Ein bisschen das Ganze vorspulen, weil wir ein bisschen Zeit haben. Warum das hier so lustig blinkt, weiß ich nicht. So, wir haben noch 30 Sekunden Zeit. Wir müssten bei ungefähr 8 brennen. Ich würde sagen, bei 10 fangen wir an, bis das ganze Ding hier hochgethrottelt ist. Brauchen wir ein bisschen Zeit. Schauen wir mal, was die Werte hier sagen. Die haben sich nicht verändert, das ist in Ordnung. 16 Sekunden sind es jetzt noch bis zum Punkt. Bei 10 gebe ich Schub. Und zwar jetzt. Das Ganze wächst schön, das ist wunderbar. Na komm, na komm, na komm, wir haben schon zu viel Schub. Okay, ich schau mal, was ich hier gemacht habe. Ja, wir haben das Ganze natürlich nicht ganz so genau erwischt. Haben jetzt 196, das ist aber in Ordnung. Ich werde das Ganze mal hier ein bisschen fliegen lassen. Müssen wir mal weg von Körben. Kann das dann immer noch korrigieren, gar kein Problem. Ganze kommt hier langsam angeflogen. Diese schöne Traube an Debris sieht wirklich toll aus. Bin froh, dass ich sie auf dem Hauptspeicherstand nicht habe. Und, ja, wir gucken mal, was wir hier korrigieren können. Wenn ich hier ein bisschen Gegenschub gebe, das sieht schon gut aus. Da haben wir 7,2, können wir da noch ein bisschen mehr machen. 3,5, können wir da noch ein bisschen mehr machen. 5,1, das war zu viel. 2,2, wunderbar. Wunderbar, 14,7 Meter pro Sekunde. Da ist schon das Problem, was ich eben hatte. Im Prinzip müsste ich Gegenschub geben, damit sozusagen das Hauptding hier auftrumpft und ich mit dem Rest hier weiterfliegen kann. Dann muss ich das hier entkuppeln und ob das dann so klappt, weiß ich nicht. Wie machen wir das jetzt? Ich guck mal kurz, ob ich hier noch irgendwo einen Punkt einsetzen kann. Add Manöver. Ja, ja, da geht es auch noch. Ich muss hier sowieso Gegenschub geben. Das müsste eigentlich reichen. Das ist gar nicht so dumm. Genau, machen wir das da. Ich habe jetzt hier eine Separation von 5,1 Kilometer. Das ist in Ordnung. Das beschleunigen wir ein bisschen. Ja, nicht zu doll. Ich mache das nur grob. So, okay, reicht. Und jetzt müssen wir zum Gegenschub hin drehen. Ich will es jetzt also so machen, ich will kein Debris erzeugen. Ich will das schon so planen, wie ich das dann auch
Wo ist eigentlich mein Raumschiff gelandet? Ich sehe es nicht mehr. Ach da, es ist irgendwie unsichtbar hier so. Weil hier keine Sonne ist. Weil wir direkt im Schatten der Sonne sind. Schön. Also lenke ich einfach nach Auge. Anzeige. Also, wir werden es so machen. Ich will kein Debris erzeugen, so wie auf dem Hauptspeicher stand. Und damit ich das schon mal üben kann, werde ich Gegenschub geben, dass das Ganze hier gegenprasselt. Und dann mit dem restlichen Modul, das ist noch ein zweites drunter, mit einer leichten Schubdüse versuchen, das Ganze wieder richtig zu machen. Das heißt also, ich gebe jetzt hier mal Schub. Genau, man sieht, man braucht nicht viel. Ich werde ein bisschen vorsichtiger sein und da zu viel quasi geben. Die Anzeige mal weg. Genau, das sieht gut aus. Da landen wir im Prinzip. Das soll auch so sein. Ich teile mich jetzt hier auf. Wunderschön, dass ich da überhaupt nichts sehen kann. Also es geht nicht nur euch so. Ich habe hier komplette Dunkelheit. Ich sehe hier meinen Arm irgendwo lang fliegen. Aber da ist der Schatten so ein bisschen zu sehen. Aber ansonsten sehe ich hier gar nichts. Ist natürlich ärgerlich, dass Kerbol, also die Sonne sozusagen, da ist. Guck mal, was wir machen können. Ich muss natürlich auch aufpassen, dass ich jetzt mit dem Arm hier nicht irgendwo gegenfliege. Das wäre natürlich das Bitterste eigentlich an der ganzen Geschichte. Wer das Ganze hier mal. Hoppala. Da schreibt mir Bob Tomatoes. Ja, ich habe leider gerade keine Zeit. Das ist nur 9 Sekunden. Und wir gucken mal, ob wir das hier irgendwie ein bisschen noch korrigieren können. Nee, das sieht blöd aus. Ich muss mal eben kurz hier gucken. Weiter nach vorne. 5 Minuten sieht gut aus. Und so ist die Anzeige. Da, das will ich haben, genau. Bisschen zurück. Ja, genau. In 4 Minuten müssen wir brennen. 17, noch was Meter pro Sekunde. Das ist nicht so wild. Wir kippen das Ganze mal. Das geht relativ einfach. Das wundert mich. Anscheinend wiegen die Teile vom Roboter nicht so viel. Eigentlich müsste ich natürlich aufpassen. Oh Gott. Der Arm schlingert da irgendwo schon ein bisschen mit. Da hinten ist unser Teil. Hier ist unser Arm. Man sieht ja den Schatten davon, glaube ich. Und da hinten ist hier unsere Rakete. Das ist aber in Ordnung. Wir haben 4 Minuten Zeit zu brennen. Wir brauchen nicht so viel Zeit. Deswegen schraube ich das hier nochmal ein bisschen lang. 2 Minuten, 1 Minute. Das reicht eigentlich. Genau. Und wir werden mal ein bisschen Schub geben. Ganz leicht. Ich gebe jetzt hier zwar Schub, aber irgendwie kommt nichts. Ah. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht getrennt. Das wäre jetzt relativ bitter. Ich sehe natürlich auch gar nichts. Ja, ich habe mein Ding gerade weggeflogen, mein Arm. Wunderschön. Drücken wir mal also F9, um das Ganze zu quickloaden. Und wahrscheinlich bin ich dann wieder auf Kerbin drauf. Ja, wunderschön. So kann es auch nur kommen, wenn ich unüberlegt spiele. Schöne, schöne Sache. Aber es müsste eigentlich funktionieren. Von daher, der erste Testflug hat schon gut geklappt. Wir hatten ja hier noch ein bisschen Sprit über. Ich weiß nicht, ob das hier reichen wird, um dann einen kompletten einen Orbit hinzukriegen. Vielleicht vergrößere ich das so ein bisschen, weil wir hier noch ein bisschen minimal über hatten. Von daher schauen wir doch mal einfach mal eben hier Endflight, genau. Und vielleicht mache ich da auch noch ein bisschen Licht dran. Wie wäre es denn damit? Das würde doch gar nicht so schlecht sein. Dementsprechend hier mal hin. Und genau. Large. Genau. Das muss nicht weit brennen, aber large. Large ist gut. Wir nehmen das viermal hier hin. Drehen das einmal. So, und dann kann man wenigstens ein bisschen was sehen. Eigentlich wäre es cool, wenn das hier oben noch beleuchtet ist. Das wäre richtig genial. Ja, die Feinkontrollen waren da gerade eigentlich Quatsch. So, das Ganze kippen und dann so. Das ist cool. Das ist richtig cool. Können wir das Ganze beleuchten? Brauchen natürlich dementsprechend Strom. Also Strommodul wäre ganz cool. Weil der Strom von. Wo sind die ganzen Batterien hin, die ich vorhin gebaut habe? Wo sind die weg? Weil eben hatte ich doch 605. Ah, das ist davon. Oh, ich habe meinen Strom vergessen. Gut, dass ich das mal bemerke. Ich bin so dämlich. Hier ist das Ding doch. Okay.
Aber so müsste es funktionieren. Ich werde mal eben kurz das Ganze speichern und launchen und mal eben kurz gucken, wie das aussieht bei Nacht, wenn ich das Ganze mal anschmeiße. Das heißt also, wir gehen nochmal ins Spiel kurz rein, lassen das Ganze von der Zeit her time warpen, kurz warten, bis das Ganze geladen hat, warpen das eben in der Zeit, damit es dunkel wird. Ganz seltener Anblick mal, weil ich ja normalerweise Dunkelheit gar nicht mag. Und da haben wir komplett Dunkelheit, das ist schön. Und jetzt mal das Licht anmachen. Licht ist an. Da oben sieht man es natürlich nicht so, aber hier ist es schön beleuchtet. Das wollte ich eigentlich haben. Und da oben wird das der Gegenstand beleuchtet. Gucken dann mal. Gerade verbraucht es keinen Strom. Warum auch immer. Wundert mich eigentlich, weil ich hier noch an der Startplattform bin oder so. Ich habe keine Ahnung. Das hier muss ich umschalten, definitiv, weil das ist Schwachsinn gewesen. Hier muss ich das trennen. Genau. Das muss ich auch gleich noch in der Vehicle Assembly Building umstellen, weil sonst bringt das eigentlich nichts. Und die kann ich noch ein bisschen kippen, glaube ich. Oder ich nehme da auch die Weiten. Ich glaube, ich nehme die Weiten. Ich drehe das nochmal. Probiere das noch ein bisschen rum. Also erst hier das Ganze umstellen. Dann da oben die Lichter rausnehmen. Und die richtigen Breiten daran. Das Ganze natürlich wieder mit Symmetrie. Einmal umdrehen lassen, einmal ankippen, hier oben hin. So, da wird der Gegenstand schön beleuchtet, den der gegriffen hat. Speichern das Ganze, probier das nochmal aus. Und schauen mal. Ja, Licht an, wunderschön. Das Ganze mal kippen. So, und nochmal kippen. Und eigentlich müsste da unten irgendwie eine Beleuchtung auftauchen. Ja, das ist doch schön. Mehr wollte ich gar nicht. Ist vielleicht schon fast zu krass gekippt. Ja, ein bisschen. Ich kipp den gleich, glaube ich, mal zurück. Obwohl, ja, eigentlich geht es so. Kann ich den da oben rotieren lassen? Genau. Also das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Verlängern. Gucken wir mal. Und kann ich hier noch weiter kippen? Da kann ich hier nicht weiter kippen. Da kann ich hier noch weiter kippen. Also so ist maximal der Kippgrad. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ob ich eventuell hier vorne noch einen kleinen Kipper mit ranbaue. Oder da noch einfach einen mit dazu. Aber an sich müsste das reichen. Licht ist genug. Ich sehe wenigstens etwas. Das ist schön und das soll es für diese Vorbereitungsfolge quasi gewesen sein. Wir sehen uns im zweiten Teil gleich wieder. Und dann bringen wir das Ding auf dem Hauptspeicherstand oben zu unserem tollen Würfel und hoffen, dass das alles so ohne Probleme klappt. Ob das hier funktionieren wird mit dem Andocken dann, das wird der schwierigste Part, glaube ich. Sollte aber irgendwie funktionieren und von daher sehen wir uns gleich im zweiten Teil wieder. Bis dann!